Willkommen zurück zu Project Zero 2 Crimson Butterfly. Ja, Leute, wir sind immer noch im Kiryu-Haus und das Haus hat es ganz schön in sich. Aber zunächst mal sehen wir uns den Raum hier noch schnell an. Da. Sein Haus voller Puppen und Zwillingsgeister. So. Moment, es ist nur eine normale. Moment. Wie war das? Ein Tuch ist über eine sitzende Figur gelegt. Du berührst sie, aber es geschieht nichts Auffälliges. Ist es nur eine normale Puppe? Ja, gute Frage. Eigentlich wollte ich das Item hier hinten. Geisterkugel. Ja. Puppen. Das ganze Haus ist voller Puppen und wir haben auch schon die Werkstatt dazu gefunden. Ja. Die Zwillinge dieses Hauses, die Zwillinge der Kiryu-Familie, haben auch schon am Ritual teilgenommen. Und eine... Oh, cool. Eine, ja... wurde geopfert. Der Vater hat irgendwie, so sehe ich das bis jetzt, als Ersatz eine Puppe gebaut. Ja, dann ist der Geist der Geopferten erschienen und sagt, töte mich. Also die Puppe, die der Vater gebaut hat. Ist irgendwie besessen? Hallo? Was um alles in der Welt ist hier los? Der Sucher führt mich nach hier hinten. Töte mich. Auf dem Boden, direkt wo das Mädchen stand, liegt so etwas wie ein menschlicher Arm. Puppenarm rechts. Ja. Stimmt. Der Vater will die Puppe, also die Asami-Kopie, töten, aber irgendwie scheinen da noch Teile zu fehlen. Ich hoffe, wir erfahren jetzt mehr, warum. Letzte Nacht hörte ich Schritte. Ich dachte, es sei Akana, aber es war Asami. Sie lief allein umher. Akana hat so viel an ihre Schwester gedacht. Ein Geist muss in die Puppe gefahren sein. Man sagt, wenn ein Geist in eine Puppe fährt, kann er andere Seelen stehlen. Akana ist keine Person mehr. Sie ist wie eine Puppe unter der Kontrolle von Asami wiederholt sie immer wieder die Worte, ich will nicht töten. Sie sieht so sehr wie meine Tochter aus. Asami muss wieder sterben. Ja, da bekam mir nochmal alles bestätigt, was ich da gerade vermutet habe, wie ich das bisherige interpretiert habe. Es ist wirklich so. Der Vater hat gesagt, ja, die Tochter hat sich verändert. Das heißt, der Geist in der Puppe spielt mit der Puppenbesitzerin. Oder so ungefähr. Ja, schon ist irgendwie verwirrend. Noch ein Speicherpunkt. Wir hatten noch die Treppe runter erst ein. Wartet mal, ich muss mal kurz hier schauen. Da geht noch ein Gang weiter. Da. Da waren die Puppenteile. Okay. Ja, gut. Ah. Achso, das war der kleine Nebenraum da. Okay. Ja, gut.
sah jetzt halt unübersichtlicher aus, als es eigentlich ist. Trotzdem macht mir die Kamera hier ein bisschen, ja, Probleme, sag ich mal. Gut, hier geht's raus. Das will ich aber noch nicht. Erstmal, ja, da drüben gucken. Na, na, na. Okay. Treppenhaus. Wo käme ich denn? Ach stimmt, ja, das Ding merkt sicher die Position nicht. Ah, jetzt bin ich natürlich ein bisschen vielleicht hinten raus oder hier. Komm, wir sehen uns an, wo es hier hingeht. Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, ja, dass hier durchgebrochen ist. Ist das Ding so marode? Ich meine, wir haben ja schon mal was gesehen, wo durchge... Alles okay? Ah. Was um alles? Die windet sich ja nur auf dem Boden. Ist... Ah, die muss ich. Also komm, Leute, dieser Geist ist eklig. Guck dich an, sie kann eigentlich nichts machen, außer hier rumkriechen. Okay, lass mich bewegen. Ah, ich konnte mich gerade nicht bewegen, als sie sich da erneut runtergefallen ist. Ah, das ist. Aber wow, okay, du bist doch recht schnell. Komm schon, komm schon. Ach, sie wird wieder fallen, hä? Ah, zu spät. Ah, lass mich weg. Wird sie nochmal fallen? Oder... Nee. Komm, bitte, geh einfach. Oh, ich darf da einfach nicht hingucken, wenn sie fällt. Wow, macht die Schaden! Ah. Das ist ein bisschen mehr als die bisherigen. Ich gehe mal lieber kein Risiko ein. Na gut, so viel Schaden war das nicht, aber in Anbetracht dessen, dass ich nicht so aufgefrischt war, war das jetzt doch schon eine Menge. Hallo? Tschüss. Was ich zuerst sagen wollte, wisst ihr noch im Eingangsbereich? Also, ja. Den Eingang, den wir im letzten Part benutzt haben. Da war doch auch eine Wand durchbrochen. Ich habe gedacht, dass hier vielleicht was Ähnliches passiert ist. Und ihr gewütet hat, aber nee, es ist offensichtlich. Die arme Frau ist da oben durchs Gelände gebrochen und ja, hier aufgeschlagen. Nun hängt der Geist hier irgendwie in der Endlosschleife fest und stürzt immer und immer wieder in den Tod. Also eine erbärmliche Vorstellung. Also eine. Na, was heißt erbärmlich? Bemitleidenswert. Es ist ein erbärmliches Leben nach dem Tod. So passt es besser. Immer wieder seinen eigenen Tod zu erleben. Und ihre Bewegungen, also. Das Kreuz war durch, würde ich mal sagen. So, wo kommen wir hin? Einmal spicken. Verrät schon mal nichts. Ah ja, okay. Habe ich mir schon
fast irgendwie gedacht. Aber meine Güte, dann gibt es hier in dem Haus verdammt viele Speicherpunkte. Die anderen Häuser hatten, glaube ich, ja, die nicht so nah beieinander. Wenn die Karte gescheit funzen würde, könnte ich sogar gucken, ob die nicht vielleicht gar, na gut, übereinander werden die nicht liegen, aber auf jeden Fall sehr nah zusammen. Gut. Hier weiter. Das Licht da hinten gefällt mir schon mal gar nicht irgendwie. Und da ist noch ein Raum. Ich bin. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt mit dem Licht nachgehen. Ach, Moment. Ach, Moment. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Wir sind hier über dem Projektorraum. Und irgendwas quietscht hier. Asami. Asami wird hier wieder irgendwo sein. Moment, ich glaube, das ist kein Quietschen, das ist ein Weinen. Hi. Puppenarm links. Damit fehlt nur noch der Kopf. Und ich könnte darauf verwetten, ich weiß, wo wir den finden. Es gibt noch einen Ort, wo einfach so eine Kiste rumsteht. Oder Kisten. Ja. Schön, dass mich die Karte da irgendwo um nirgendwo rauslässt. Ja. Hier, dieser kleine Raum. Der wird sein. Jede Wette. Gut, aber zunächst mal wollen wir uns mal die beiden neuen Filmrollen ansehen. Ja, und irgendwie, immer wenn ich den Raum betrete, springt. Okay, gerade will der Projektor anspringen. Dann halt nicht. Tauschen. So, Filmrolle 3. Okay, das war ein kleiner Rundgang. Aber jetzt daraus schließen kann ich spontan nichts. Ja, vielleicht ist Nummer 4 ja da ein bisschen aussagekräftiger.
das war vielleicht irgendwas mit Yai und Sai. Das Ende sah wieder nach dieser, ja, irre lachenden Sai an, aus, wie wir sie auch kennengelernt haben. Diesen, ja, Berg aus Leichen, wo wir sie in der Vision haben stehen sehen. Aber der Rest, schwer zu sagen, was das bedeuten soll. Ja gut. 3 und 4 waren die neuen Filme. Jetzt muss ich doch mal meiner Vermutung nachgehen. Ach Moment, wenn wir schon da sind, könnten wir doch vielleicht mal die Teile anbringen, die wir schon haben. Könnte ja auch schon was bringen. Da ist eine Puppe aufgestellt. Ihr fehlen Kopf und Arme. Wenn sie ganz wäre, wäre sie der Zwilling der Puppe daneben. Aber ich kann auch nichts anbringen. Das ist sehr schade. Das ist ja die Größe eines echten Kindes. Und schaut verdammt nochmal echt creepy aus. Gut, wir brauchen definitiv erst noch den Kopf, bevor wir was reißen können. So Leute, entschuldigt die kleine Unterbrechung, aber ja, geht weiter. Wieso wundert es... Moment mal, meine Vermutung war eigentlich... Nee, doch, meine Vermutung passt. Da hinten ums Eck wird sie stehen. Oder? Ach ja, hier ist der Raum ja schon. Hallo Asami. Puppenkopf. Bäh. Trägt der Lippenstift? Puppennotiz 1. Akane ist nun eine Verbliebene. Ich werde ihr zum Trost eine Puppe bauen, die wie Asami aussieht. Sie ist seit dem Tag des Rituals völlig teilnahmslos. Die Puppe wird genau wie Asami aussehen, sodass sie niemand unterscheiden kann, wenn sie zusammen sind. Ah, und gleich die nächste Störung. Und das so spät in der Nacht. ja, wo waren wir? Akane weicht nicht einmal eine Sekunde von Asamis Seite und flüstert ihr laufend Dinge zu. Ich weiß nicht was, aber sie scheint langsam wieder sie selbst zu werden. Wenn es dieses Ritual nicht gäbe, wäre Asami kein Schmetterling geworden und Akane wäre nicht verzweifelt. Tja. Violett Buch 3. Du brauchst keinen Ersatz für mich. Ich bin jetzt ein Teil von Akane, eins mit ihr. Töte sie. Töte die dumme Puppe. Moment, aber das verstehe ich jetzt hier aber nicht. Wer hat das geschrieben? Das klingt nach der echten Asami, die ja praktisch eifersüchtig ist, aber ja, die Asami-Puppe war doch irgendwie von einem Geist besessen, weshalb dann die Akane sich auch wieder verändert hat.
Das haben wir doch gelesen. Och nö, den Text hättet ihr euch jetzt sparen können. Das macht die ganze Sache irgendwie zu einer Eifersuchtsstory. Ich weiß auch nicht. Wo laufe ich bitte hin? Oh, finde ich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen schade. Gut, dann wollen wir das gute Stück doch mal zusammenbauen. Ja, das gute Stück. Von mir aus kann das Ding so bleiben. Du verbindest Kopf und Arme mit der Puppe. Du fügst die Puppe zusammen, aber nichts. In den Notizen stand, es hätte funktionieren müssen, aber... Aber... Du fügst die Puppe zusammen, aber nichts passiert. Hätte doch funktionieren müssen. Fehlt denn noch etwas anderes? Wenn du nur einen Bauplan oder so etwas hättest. Bauplan, Bauplan. Die Musik verheißt schon mal nichts Gutes. Und wisst ihr was? Tschüss. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass... Moment. Hier sind 100 pro echt Geister am Werk, denn umsonst würde die Kamera nicht so zischen, wenn ich sie hebe. Irgendwas fehlt noch. Aber was? Bauplan, das heißt... Das heißt, ich muss kurz auf die Karte gucken. Ja, wir gehen am besten nochmal in... den Raum zurück, wo, ja, die ganzen Puppenteile rumlagen. Wo, so denke ich mal, auch die, ja, Asami-Puppe gefertigt wurde. Ja, einen anderen Anhaltspunkt habe ich im Moment nicht. Ein Bauplan. Ist da noch ein Stecker dran, mit dem ich die Puppe aufziehen kann, oder wie? Ach halt. Falsches Zimmer. Da muss ich noch ein zweiter. Ja, ich habe mir das doch schon fast gedacht. Wenn ein Bauplan zu finden ist, dann hier irgendwo. Etwas erscheint auf dem Foto. Zwei sich zugewandte Zwillinge. Baupläne. Öffne die Puppenaugen und gib den Schreinzwillingen eine Seele. Wenn die Schreinzwillinge sich gegenseitig ansehen, öffnet sich die unterirdische Brücke. Ich habe für den Mechanismus der Schreinzwillinge eine westliche Uhr mit einem Aufziehwerk verwendet. Kiryu Schreinzwillinge. Rechte Puppe auf 3 Uhr. Linke Puppe auf 9 Uhr. Rechter Knopf, rechte Puppe 1,5 Stunden vor. Linke Puppe 1,5 Stunden vor. Aha. Sehen sich die Schreinzwillinge an,
wird die Erdbrücke zwischen den Häusern passierbar. Taribana, schreien Zwillinge. Aha. Moment. Das heißt, es gibt noch ein paar Zwillinge, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja, sehen sich die Schreinzwillinge an, wird zwischen den Häusern die Himmelsbrücke passierbar. Das ist die obere Brücke. Verkohlte Notiz. Damit der Mechanismus läuft, braucht man die Seele der Puppe. Die anderen Teile kann man nachbauen, aber niemals die Seele. Diese höllische Kreatur darf die Seele nicht in die Finger bekommen. Die Seele ist der Schlüssel. Ich muss sie gut behüten. Okay. In der kleinen Schublade sind Puppenfinger, Kordel und andere Kleinteile. Sieht nicht besonders nützlich aus. Schon gerade fragen, wo, das irritiert mich jetzt schon ein bisschen, ganz ehrlich. Ja, gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen hier fürs erste Mal Schluss. Fühle mich ehrlich gesagt nicht sonderlich wohl. Ja, beim nächsten Mal werden wir sehen, ob wir die Seele der Puppe nicht noch irgendwo auftreiben. Ich habe im Moment keine rechte Idee. Ich hätte mir da jetzt ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, beim nächsten Mal weiter hier.